Irgendwie war ja jeder gespannt, ob Lars Unnerstall heute mit dem Derby-Siegerhut am Flughafen auflaufen würde. Aber vielleicht ist er ja da drin. Die meiste Frage, die auch deine Mannschaftskollegen gestellt haben, ist, wo ist die Mütze? Ja, die Mütze hat leider die Wäsche nicht ganz überlebt, aber die hängt jetzt bei mir zu Hause an meiner Wand, wo auch die Trikots hängen von mir. Und da hat es einen Ehrenplatz gekriegt und da habe ich auch extra nochmal draufgeschrieben mit Edding, Derby-Sieger und das Datum. Und ja, ich hoffe, die wird uns dann trotzdem Glück bringen. Flug Nummer 1004, ein gutes Omen. Ziel Londons Flughafen Luton, quasi eine Reise nach Hause für Schalkes Mittelfeldantreiber Lewis Holtby. Für den Kapitän der deutschen U21-Nationalmannschaft ist es aus gutem Grund, was ganz Besonderes, nach England zu kommen. Absolut, ja. Nicht weit von Luton, so 2-3 Kilometer von dort entfernt, wohnt meine Oma und meine Tanten und ja, praktisch auch ein Heimspiel für mich in dem Sinne und ich freue mich, die auch wiederzusehen. Werden die auch morgen im Stadion sein? Wie viele Karten musstest du besorgen? Ja, absolut. 20 Stück habe ich besorgt. Viele meiner Familienmitglieder werden mich zum ersten Mal Fußball live spielen sehen und freut mich einfach wahnsinnig. Hoffentlich können wir noch 3 Punkte holen. Arsenal gegen Schalke. Dieses Duell gab es bereits 2001 in der Champions League. Damals verloren wir dort knapp mit 2-3. Doch nach dem souveränen Erfolg über die Revierrivalen reist Schalke mit Selbstvertrauen zum Tabellenneunten der Premier League. Ja, wir haben natürlich alle jetzt eine breite Brust nach dem Derby-Sieg. Wir wissen, dass wir gut spielen können, auch gegen sehr gute Mannschaften. Arsenal hat natürlich jetzt das letzte Ligaspiel verloren und sind vielleicht ein bisschen geknickt. Also wir können, denke ich, mit breiter Brust reingehen und wenn wir alles geben, können wir da auch auf jeden Fall was holen. Ich denke mal, wir können mit dem Selbstvertrauen hinfahren, was wir uns bei den Lüdenscheid Nord geholt haben. Und ja, es müsste einfach da sein und oben sein. Wir müssen die Leistung bestätigen, müssen einfach daran anknüpfen, wo wir aufgehört haben. Und dann denke ich, haben wir gute Chancen. Arsenal hat verloren in Norwich 1-0. Ich denke mal, die werden nicht mit sehr viel Selbstvertrauen kommen. Worauf wird es ankommen in eurem Spiel? Ja, ich denke, wenn wir wieder so wie in Dortmund eng stehen und aus einer kompakten Mannschaft heraus schnell nach vorne spielen, können wir auf jeden Fall das eine oder andere Tor erzielen da. In der Reisegruppe Königsblau fehlte übrigens ein Spieler. Kyriakos Papadopoulos musste wegen seiner Infektion zu Hause bleiben. Und dennoch ist sie groß, die Schalker Zuversicht, beim Spiel gegen den Top-Gegner der Gruppe B mit einem ordentlichen Ergebnis nach Hause zu kommen.